See you later. Alright, mal gucken. Erstes Mal Monaco fahren hier. Oh, mein FSB ist ein bisschen komisch. Check! Yo, thank you for the gift sub! Appreciate it! Oh dear! Nicht die beste Runde. So, wir sind Elfter. Perfekt war es nicht. Wir sind ein bisschen hinterher, was P1 angeht. Aber da war ja auch noch viel Zeit in der Runde, muss man auch noch sagen. So, ich glaube, wir gehen erstmal hier schon mal so raus. Wir werden theoretisch 3 Runden fahren. Sollte genug. Wir sind doch eben eine 11 gefahren, oder? Oh no, Alter. Wir sind Erster auf alten Reifen. Mercedes! Mit der identischen Rundenzeit. Ich glaube, das hatten wir nicht das erste Mal, aber Teamkollegen gleich? Nee, das hatten wir noch nicht. Also, wir sind mies langsam im ersten Sektor, aber wir machen keine letzte Runde mehr, das muss reichen. Ja, 8 Zehntel also. Monaco war jetzt noch nie die Stärke von der KI. Machen wir eine Last-to-First-Challenge im Regen. Wisst ihr was? Für den Content. Ansonsten hauen wir nämlich in Kurve 1 ab. Okay. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen die Reifendrücke hoch, damit es einfach ein bisschen schneller warm wird. Vor allem, wenn dann auch die Übergangsphase kommt, dann sollte es ein bisschen einfacher machen. Benzinmäßig, glaube, minus 0,5 Runden Benzin ist realistisch. It's lights out and away we go. Critical und Andip, danke für die Subs. See you later. Da habe ich den Mann einen Flügel gekostet. Uiuiuiui, Charles Leclerc, der Fluch bleibt da. Es tut mir leid, Charles. Wollen wir mal kurz gucken. Sorry. Ups. Ich sag, es ist mein Fehler, aber irgendwo auch ein Racing-Incident, weil ich bin schon für den Move gegangen. Es war halt zu spät von mir. Man könnte mir ein Penalty geben, auf jeden Fall. Der Move wäre so geil gewesen, ohne Kontakt. Und sagen, es sieht nicht mehr so nach Starkregen aus, oder? Ja. Mist, wir hätten reinkommen sollen. Wir bleiben aber noch draußen. Nur Perez an der Box auf Inter. Ja, die Reifen überhitzen, stimmt.
Also es wäre schon die richtige Entscheidung gewesen, die Vorrunde reinzukommen. Nur glaube ich jetzt auch, dass Perez im Verkehr rauskommt. Uff. Muss man vorsichtig sein. Da werden jetzt, glaube ich, noch ein paar mehr in die Box kommen, oder auch nicht? Ah, Mist, Verstappen hat clean, ja. Auf jeden Fall Zeit für die Inters. Wir kommen halt trotzdem im Verkehr raus. Das ist das Einzige, was so ein bisschen ärgerlich ist. Ich muss mal mein Ding da verändern mit diesem Gridbox, weil ansonsten sehe ich da immer die Lampe. Genau hinter Perez. Also Verstappen krasser Undercut. Perez gar nicht. Boah, da macht er einfach zu. Ich weiß, es ist keine große Überholmanöverstelle, aber das war schon ein bisschen scary. No, no, look at Bottas. Oh dear. Naja. Oh, no, 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 no. Alexander's in the pits. Alexander in the pits. Fuck's sake. Ja, immerhin kann sich Bottas einen neuen Flügel holen, ne? Das ist nicht gut. Das heißt, da kommt noch ein Stop, definitiv, die Strecke schnell auftrocknet. Wir haben auf jeden Fall ein paar Autos vor uns. Ich verstehe nicht, wieso die Leader nicht reingekommen sind. Beide erstens auf Wets. Und es wird ja auch noch trockener. Die kommen wahrscheinlich jetzt dann gleich rein. Macht nicht viel Sinn. Hey, hallo, Senior. Stappen wird so krass aufgehalten von Stroll. Die sind halt echt noch auf den Wets. Hey Flo, was geht ab? Sorry, ich bin vorhin gegangen. Ich muss noch meiner Schwester Ciao sagen. Und noch ein paar Minuten bei meiner Mama verbracht, weil die hat heute Geburtstag. Hoffe, ihr hattet einen schönen Stream, Open Lobbys und was weiß ich, was ihr noch getrieben habt. Wir machen hier gerade Last to First in Monaco im Regen. Realistischer Williams in der Karriere. Und es sieht gut aus.
Und da ist die Führung. Oh no. Ich hab Flügelschaden. In Monaco ist es nicht so hilfreich. Elf Runden noch. Wir machen ja immer noch Zeit gut auf Verstappen. Trotzdem Schaden. Geil. Ey, wir haben so viel Benzin. Wir sind mit minus 0,5 gestartet. Wir haben plus 2. Obwohl wir 50-50 Flügel fahren. Na gut, wenn jetzt ein Safety Car kommt, wären wir schon mies im Eimer. Ich glaube, es wird trocken. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall trocken. Es ist trocken genug. Okay. Ja, es ist trocken, es ist trocken. Man kommt die Marbles schon sehen, wie lange es dauert, um die Reifen aufzusetzen. Let's go. So, eigentlich ist Dings Fast Lap safe. Upsi, hallo Leclerc. Das sehen wir uns ja auch mal wieder. Und Stroll schon wieder. Holy shit, man. Alter. Was war das für eine letzte Runde, war nur noch Fastest Lap. Junge, wie krank. Boah, das war krank, Mann. Die letzte Runde war brutal. Dieses Überholen über gegen Alonso war schwierig. Pole, last to first im Regen. Da sind wir. Okay, der Helm passt mal gar nicht zum Anzug. Also, wir holen hier ordentlich Punkte raus. Wir sind sogar vor George Russell. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr weit jetzt vor Aston Martin und im Attackekurs gegen Mercedes.